what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Was für ein wunderschöner Morgen, um ein Auto zu kaufen. Ich bin beim Service New South Wales und habe hier mein Paperwork. Und damit werde ich jetzt das Auto auf meinen Namen anmelden. Und ja, das ist schon alles ausgefüllt. Ich muss jetzt gleich nur noch ein paar Sachen eintragen und dann ist das hier gleich meins. Okay. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Excuse me? Why are you not working? Check ich nicht. Ah, jetzt. Sorry, Leute. Einmal kurz Geduld beweisen. Okay. Also, ich bin durch. Und ja, das Auto gehört jetzt mir. Oh, ich bin so glücklich. Oh Mann, ey. Ich fass es nicht. Ist einfach meins. Geil. Ich freue mich so sehr. Es war auch übelst easy einfach. Übelst easy. Ich mal ein bisschen Kontext zu geben. Ich habe das Auto meinen Gastgebern abgekauft. Übrigens habe ich hier gerade so einen Duft gekauft. Deswegen bin ich hier gerade am Rumwurscheln. Meinen Gastgebern abgekauft. Wir sind da schon einige Wochen am Reden gewesen und ich bin den Wagen auch schon einige Male gefahren und habe den von der ersten Sekunde an schon direkt geliebäugelt und dachte mir so, geil, das ist genau das Fahrzeug, was du haben wolltest. Und ja, wir sind dann einfach ja ins Gespräch und tralala und jetzt haben wir es finalisiert und ja. Ich bin mal wieder überrascht, wie gut das Leben manchmal spielt, weil ich mir auch in Perth schon Autos angeguckt habe und bevor ich hier dann herkam, da ist eine Spinne und tschüss. Bevor ich dann hierher kam, habe ich auch nach Autos geguckt und irgendwas hat immer nicht so richtig gepasst. Ich habe es einfach nicht gefühlt, wie man so schön sagt. Ich habe es einfach nicht gefühlt und kam dann zu meinen Gastgebern und habe den Wagen gesehen in der Ecke und dachte mir so, geiles Auto. Und dann, ja, haben wir irgendwie miteinander gesprochen. Sie meinte, ja, wir verkaufen den wahrscheinlich und da. Und ich so, ich möchte mir ein Allradfahrzeug kaufen. Ja, und so hat das dann so seinen Lauf genommen. Das ist übrigens der Duft. Oh, das riecht gut. Es riecht nach meinem alten Duschgel. Jetzt riecht es besser. Ich werde euch das Auto noch in Ruhe vorstellen. Jetzt habe ich es erstmal angemeldet. Man kann mich nicht so gut sehen, aber Moment. Ich bin gerade wieder auf dem Weg nach Hause. Ich war gerade in Sydney und habe über Gumtree, das ist so wie eBay Kleinanzeigen, habe ich so ein paar Camper-Sachen abgeholt und jetzt bin ich gerade richtig schön Friday Evening Traffic Jam, wie man sehen kann. Ja, wie sagt man auf Deutsch? Freitagabend, Feierabendverkehr. Feierabendverkehr. Es ist nämlich jetzt 18 Uhr und ich habe jetzt bestimmt noch eine Stunde zu fahren. Also ich wohne ja nicht direkt in Sydney. Und das sollte eigentlich bald besser werden hier mit dem Traffic Jam. Ey, ich habe so random Zeug heute gekauft, ne? Das zeige ich euch alles morgen in meinem Helm. So, nächster Tag. Ich bin gestern noch gut angekommen. Ich habe gestern bei der Fahrt nach Hause gemerkt, dass hinten die Lichter nicht funktionieren. Obwohl halt Licht an war. Das Licht
zum Bremsen funktioniert. Und wir haben jetzt gerade mal nachgeguckt, weil das Auto ist von 2000, also es ist relativ einfach, das zu fixen. Das sollte also ein schnell erledigter Job sein. Ich werde jetzt aber erstmal anfangen, alles sauber zu machen. Und dann gebe ich euch mal eine kleine Tour. Wir haben dann eben hier die Klappe da unten aufgemacht. Und dann ist ja hier diese, keine Ahnung, wie man das nennt, diese Schaltzentrale, whatever. Und ja, haben dann hier geguckt. Der Sitz ist auch richtig lecker. Das ist Tail, also hinten, haben das entsprechende Stück hier rausgezogen und man kann sehen, dass das gebrochen ist. Und dafür brauche ich jetzt einen Ersatz und dann sollte das wieder funktionieren. Weil nämlich auch das Licht in der Tachoanzeige nicht funktioniert. Und ja. So, schon ein paar Minuten später. Ich habe gerade dieses kleine Ersatzteil unterm Sitz gefunden, hab's eingesetzt und jetzt funktioniert das Licht wieder. Also ich habe schon eine Sache an meinem eigenen Auto repariert. Ich werde richtiger Profi. Also hier unten, das habe ich da jetzt wieder reingesetzt und das war's. Ich möchte euch einmal nur mal kurz verdeutlichen, mit was für einem Dreck ich es hier zu tun habe. Und zwar werde ich jetzt mit so einem Schaschlikspieß hier diese Scheiße aus den Ecken rausholen, weil sonst kriege ich das nämlich nicht hin. Das ist ja alles gerade schon sauber gemacht. So sah das alles vorher aus. Das habe ich noch nicht gemacht. Also das sieht gerade schon ziemlich gut aus. Ja, sieht man das da unten? So sah das alles aus. Eieiei, es wird noch ein bisschen dauern. Da sieht man es auch. So, ich habe Sitzcover gekauft und ich bin sehr gespannt, ob die passen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die einfach random gekauft. Aber das werden wir jetzt ausprobieren, würde ich mal sagen. Fängt schon gut an. Oh nee, jetzt muss man das hier aufschneiden. Nee, du. Nee, das machen wir jetzt anders. Vielleicht auch doch nicht. Yes. Was soll das hier sein? Hä, ist das nur einer? Nee, super. Supi dupi. Das sind doch zwei. Ah nee, es sind zwei. Perfekt. Soll hier jetzt hier für die Kopfstütze sein oder was? Okay. Nun dann. Dein Ernst? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Ja doch. Pass auf, pass auf. Boah, da hinten kommt so eine fette, dunkle Regenwolke. Ciao. Naja, so richtig passen, weiß ich jetzt nicht. Hold on, hold on. I will figure it out. I will figure it out. Der ultimativ scheiße aus. Oder muss man das hier so festbinden? Bin ich jetzt da nicht so überzeugt von. Okay, next one. Ist das noch an? Ja. Hold on. Noch Hintergrundgeräusche ausblenden, dann ist es ein bisschen angenehmer für euch.
So, das sieht doch noch aus. Ja, das ist ja ganz einfach hier. Das ist doch ganz einfach. Das wirkt aber ein bisschen stramm. Ja, das sieht schon mal irgendwie passend aus, ne? Okay, das ist vielleicht hier ein bisschen... Aber da lehnt man sich ja auch an. Okay. Also, die möchten jetzt, dass man das unterm Sitz zusammenbindet. Wie? Check ich nicht. Okay. Naja. Ich kann es dann einfach hier so reinstopfen. So, das ist jetzt nachher. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also es passt nicht perfekt, ne? Aber ich mag die Optik auf jeden Fall so in Schwarz. Und es schützt halt die Sitze, ne? Also wenn man irgendwie echt draußen unterwegs ist und ja, irgendwie im Dreck sich suhlt oder gearbeitet hat, whatever. Das Lenkrad sieht auch richtig lecker aus. Dann macht das schon Sinn irgendwie. Also ich finde es nicht scheiße. Man sieht ja jetzt den Vergleich so, ne? Und wenn dann die Sitze eh runtergeklappt sind, dann sieht man natürlich auch den Kontrast nicht so krass, ne? Sonntag. Ich habe mich mal heute ein bisschen schick gemacht für euch. Ich habe gesehen, die letzten Aufnahmen musstet ihr meine ungewaschenen Haare ertragen. Also habe ich meine Haare gewaschen und mich geschminkt. Nein, ich nehme gleich noch ein Reel für Instagram auf. Und bevor ich das mache, mache ich euch jetzt mal eine kleine Roomtour von außen nach innen. Tada! Das ist ein Toyota Land Cruiser Prado aus dem Jahr 2000, habe ich glaube ich schon gesagt. Und ja, ist in weiß. Ich finde den so geil. Hat, also man sieht ja schon Bodenfreiheit des Todes. Und ja, fette, fette Bullbar. Die hält mich auf jeden Fall davon ab, irgendeinen Schaden am Auto zu haben, falls ich mal ein Känguru hätte oder ein Kamel. Kann auch mal sein. Hat hier seitlich Trittfelder, weil das so hoch ist. Schauen wir uns doch das Ganze mal von innen an. Es ist ein Fünfganggetriebe, also Schaltwagen. Das hier ist die ganz normale Schaltung und das ist fürs Offroad-Fahren. Das ist eine separate Schaltung. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich werde es im Laufe der Zeit dann wohl ausprobieren. So, wir haben fast 400.000 auf der Uhr. Das ist wirklich hier ganz kurz davor. Und ich habe, oh nein, es fängt an zu regnen, bitte nicht. Einmal Haupttank, fest ungefähr 70 Liter. Und hier, das ist der Zweitank, der fest auch 70 Liter. So sieht das Ganze von innen aus. Ich habe auch eine Klimaanlage. Also Klimaanlage und Radiosystem ist auch dabei. Das Radio funktioniert mal nicht. Das ist so ein bisschen random, aber das ist auch nicht schlimm. Ich höre meistens einfach mit AirPods dann die Musik. Das Baby hat natürlich einen riesen Kofferraum. Mal kurz festmachen. Hier habe ich schon so ein bisschen Gerödel drin, was ich ja über Gumtree geholt habe. Das machen wir gleich mal im Schnelldurchlauf, was ich gekauft habe. Die zwei Sitze, die kommen auf jeden Fall raus, weil ich keine 7 Sitze brauche. Definitiv nicht. Anhängerkupplung ist auch dabei. Hat auch Ersatzreifen. Habt ihr eben gesehen an der Klappe. Und hat eine Dreiersitzbank. Also wie gesagt, 7 Sitze. Was ich machen werde, ist, ich werde ein Roof Rack installieren auf jeden Fall, weil mir das sehr wichtig ist, weil man da eben dann obendrauf noch ja, extra Storage hat und man kann dann eben seitlich auch eine Markise anbauen, die Schaufel anbringen, die Max Tracks, also alles so Recovery Gear, wenn man sich im Sand zum Beispiel festfährt, was auch immer. Das kann man alles daran dann festmachen. Das kommt aber alles nach und nach. Das Roof Rack
also der Dachgepäckträger, das ist das deutsche Wort, der Dachgepäckträger wird in den nächsten Monaten wahrscheinlich installiert, also in den nächsten Wochen wird das definitiv nichts. Worauf ich mich erstmal konzentrieren werde, ist, innen drin etwas zu bauen, also eine Konstruktion, eine Bettkonstruktion, dass man halt im Wagen schlafen kann und eben da drunter eine Möglichkeit, Sachen zu verstauen. Das ist der Plan. Also alles in allem, ich bin ultra hyped. Ich freue mich so sehr über dieses Auto und welche Freiheit ich jetzt auch wieder habe, weil ich ja die letzten 7 Monate kein Fahrzeug hatte. Aber ja, das ist jetzt mein gutes Stück. Und ich habe sie Roo getauft von Kangaroo. Und ja, werden bestimmt eine ganz tolle Zeit haben. Ich kann das gar nicht erklären, wie gut sich das anfühlt, ein Fahrzeug wieder zu haben. Weil für mich ist ein Fahrzeug haben ein Stück Freiheit. Nenn es dumm oder bescheuert, aber für mich ist es so. Und vor allem in Australien, um Jobs zu finden, um zu reisen, alles, dafür braucht man einfach ein Fahrzeug. Und ich habe natürlich das ultimative Fahrzeug, nämlich ein Allradfahrzeug. Das ist natürlich ein Four-Wheel Drive. Was habt ihr denn geglaubt? Alles andere hätte ich nicht gekauft. Das Baby hat fast 400.000 Kilometer auf dem Tacho. Und ich weiß noch, in Deutschland, als ich meinen VW abgekauft habe vor 3 Jahren, da habe ich zu mir selber gesagt, ich kaufe kein Auto, was mehr als 50.000 Kilometer auf dem Tacho hat, weil dann ist es zu alt. Ja, und jetzt guck mich an. Ja, und das war meine kleine Tour. Ich zeige euch jetzt nochmal, was ich den einen Tag gekauft habe. Also meine jetzige Ausrüstung, da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Aber soweit so gut. Es ist schon mal ein Anfang und ich habe halt echt einen Schnapper gemacht. Also im Schnelldurchlauf. Eine Axt. Das ist eine sehr gute Axt für Feuerholz etc. pp. Einen Feuerlöscher hat sie mir geschenkt. Eine Schaufel hat einmal diesen Griff und dann einmal noch den langen Griff. Ich habe den jetzt nicht befestigt. Das ist halt ganz gut, um einfach sich rauszuschaufeln, falls man mal irgendwo festhängt im Sand oder sonst wo. Oder halt auch wieder für eine Feuerstelle. Einen kleinen Stuhl. Ups, fest. Einfach für die Füße oder einfach so mal random zum Draufsetzen. Ein paar Spannseile. Also die sind aus Gummi. Ganz viele Tupperdosen, was sehr gut ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe natürlich diesen ganzen Kram in Deutschland. Der ist sogar in Box noch eingelagert. Das sind die Sachen, die ich nicht verkauft habe. Aber das sind auch nicht die Sachen, die man mit nach Australien bringt. Also ich habe dann theoretisch alles doppelt. Ein kleiner Topf, mehr Tupperdosen, ein Weinbecher, einen einklappbaren Abwaschbecher oder für Wäsche, was auch immer, den kann man so komplett klein machen. Eine Pfanne, niegelnagelneu, die ist unbenutzt und hat sehr praktisch hier einen Henkel, den man komplett wieder einklappen kann. Und einen kompletten Besteckkasten mit allem, was man braucht. Also wie gesagt, Geschirrtücher, hier noch so Tücher, Schwämme, eine Abspülbürste, ein Viererset Besteck. Perfekt. Scharfe Messer sind dabei. Last but not least, ein Campingstuhl. Und der ist mega gemütlich. Und für das, was ich euch jetzt alles gezeigt habe, habe ich $190 bezahlt. Das sind ungefähr 90 Euro. Der alleine ist normalerweise schon, keine Ahnung, 50, 60 Dollar oder so. Dann mit der Axt, der Schaufel und das sind alles richtig hochqualitative Sachen. Ja, da habe ich so einen richtigen Schnapper ans Land gezogen. Was habe ich noch gekauft? Das habe ich in Läden gekauft. Einmal so eine Sprühflasche. Ihr werdet jetzt denken, das ist eigentlich für Unkraut. Ja, aber was ich gesehen habe, ist bei ein paar Leuten, wenn da Wasser drin ist und man das pumpt, dann kann man sich damit zum Beispiel mal morgens das Gesicht waschen. Oder die Hände, was auch immer. So eine Matte, die werde ich vorne so ans Armaturenbrett und so reinlegen, dass die Sachen nicht so krass rumrödeln. Und was habe ich denn noch geholt? Irgendwas war noch.
fällt mir nicht ein. Oh, das ist ja auch gut hier. Oh Gott. Ey, was sagt ihr zu meinem Stuhl? Ich finde den mega. Pass auf, ich zeig euch was. Ey, jetzt fängt es doch tatsächlich an zu regnen, ne? Weil es regnet nie. Und dann will ich was filmen und es fängt an zu regnen. Oh. Geil. Das ist doch mega. Wie schön, dass der Regen auf mich runterprasselt. Wunderbar. Übrigens, ich habe die ganze Zeit schon den Leuten hier gesagt, so, oh, es wäre schon gut, wenn ich... Ach, das machen die da immer. Wie gut, dass ihr das nicht hören könnt, weil mein Mikrofon Noise Canceling kann. Die fahren nämlich hier die ganze Zeit mit Motorrädern über so eine kleine Bike-Strecke und das machen die jedes Wochenende. Was ich sagen wollte ist, ich habe hier schon allen Leuten die ganze Zeit erzählt, dass es richtig gut wäre, wenn ich den Wagen gekauft habe, auch einen Job hätte, weil ich natürlich dann wieder das Geld reinbekommen würde. Und rate mal, wer morgen am Montag einen neuen Job anfängt. Yes! Also das ist sehr gut für mich. Also morgen, heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Morgen früh um 7 Uhr fange ich an. Ich muss 40 Minuten ungefähr entfahren. Und yes, good for me. Mit dem Hintergrund anscheinend auch schon, dass ich halb in dem Auto schon wohne gefühlt. Also ja, stay tuned for the mess. Das heißt, das fange ich morgen an. Ich hoffe so sehr, dass ihr das nicht hören könnt. Es ist wirklich so 100 Meter von mir entfernt. Das werde ich also morgen anfangen. Und wenn ich kann, zeige ich euch das natürlich. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, wenn ich anfange, das hier auszubauen. Ich und was bauen. Genau! Ach, vielleicht mache ich dieses Mal mal Outtakes, weil ich zwischendurch so viel Bullshit rede. Das ist wirklich unfassbar. Oh, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Ist auch einfach zu weit weg, ne? Ach ja, man sieht mich ja gut, ne? Wie sieht das hier eigentlich aus? Sieht das komisch aus? Ihr werdet euch jetzt denken, das ist doch zum Unkraut. Das ist doch... Sagt mir, dass ihr das Mikro so cool findet wie ich. Ich habe richtig Spaß daran. Bisschen ASMR für euch. Spaß!